Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute nochmal ein kleines Tablett machen, aber etwas anderes. Und zwar habe ich bei Claire von Claire's Crafty Corner ihre Videos gesehen mit den Temporary Tattoos und das möchte ich benutzen. So welcome or welcome back on my channel. Today I want to do again a little tray. And I saw on Claire's Crafty Corner videos where she used temporary tattoos. And I will show you which one I got. And we will do a small tray, it's about 20 centimeters with this tattoo. Yeah. Also das, meine Form hat einen Durchmesser von ungefähr 20 cm. Das ist die Medium Geodenform von Molds and Shapes. So this mold is the medium geode mold from Molds and Shapes. I will show you my tattoos. Das ist mein Tattoo, was wir benutzen werden. But I will do it differently than Claire did. Ich mache das also wirklich anders. Ich habe mir bereits eine dünne Schicht Harz gegossen, klar, und aushärten lassen. So I already poured a thin layer of just clear resin and let this cure. So this is just a layer of about 2 or 3 millimeters. And we will place this tattoo on it. Die Schicht ist ungefähr 2 mm, 3 mm dick. Und da platzieren wir jetzt das Tattoo drauf. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich das mache. Also wir werden sehen, wie ich damit klarkomme. So this is the first time ever I use a temporary tattoo. We will see how it goes. Ich schneide jetzt einmal gerade diese Ränder so ein bisschen ab, mache mir dieses Tattoo sozusagen ein bisschen kleiner, auch dieses Schwarze da weg. So I just cut out my tattoo a little bit, because it's quite big and the mold is round. So I just try to get it a little bit in shape and then I will place it onto my already cured resin. Also ich mache das so ein bisschen die Form, schneide so ein bisschen die Form dieser Blume nach. Einfach klar, viereckig in rund, ne? Das Eckige, nein, das Runde muss ins Eckige. Hier ist es umgekehrt, das Eckige muss ins Runde, also schneide ich das gerade aus. Okay, ich platziere jetzt mein Tattoo. Ich habe mich jetzt entschieden, wie rum ich es drehen will. Also es ist eigentlich egal, wie rum, weil die Form ist rund, ne? Aber wie ich es am besten handeln kann. So I just placed my tattoo and now I just go in with a wet cloth. Basically, I will go in with my fingers in a minute because it's much easier. Ich fange jetzt mit diesem Tuch an, das zu betupfen. Das muss ja wirklich nass werden, damit man das Papier sozusagen abziehen kann. Ich habe aber dann festgestellt, das dauert mir mit diesem Tuch irgendwie alles zu lange. Ich nehme meinen Finger und mache das damit einfach nass. This piece of paper has to be really kind of wet, so you can just remove it from the tattoo. And it took me way too long. It doesn't really move, so I just take my finger. It's much easier. So, es fängt langsam an, sich zu bewegen. It start moving. Just a little bit more water and then we can just look at this. You can just slide this off the tattoo. Man kann das also wirklich so langsam runterschieben. Das geht also echt gut. Vorsichtig abziehen. Just be careful. And now I just have to take a cloth and dry my resin piece so far. Ich muss das natürlich jetzt ein bisschen trocknen, weil Wasser auf Harz ist niemals gut. Einmal gerade ein sauberes, trockenes Tuch nehmen. Trocken tupfen und dann können wir weitermachen. So I just take a new cloth and I will just dry my surface and then we can move on. So, ich habe mich jetzt entschieden oder mein Plan ist, meine Blume anzumalen. Ich möchte also nicht einfach nur buntes Harz gießen, sondern ich möchte die Blume anmalen. So my plan is to color, to paint this flower and not just to pour colored resin. I really want to highlight the flower. So I took some gloss varnish
And I have some pigments, and these are from Dipon. This is the Neochrome. Then I have the light rose, and I have a light green and a dark green and some gold. Ich habe mir ein bisschen Gloss Varnish genommen, einfach auf die Rückseite von diesem Becherchen gegossen und habe verschiedene Pigmente. Und zwar habe ich von Dipon einmal das Neochrome, das ist das jetzt hier. Dann habe ich, das seht ihr schon da drunter, Light Rose Pearl, das ist also ein ganz helles Rosa. Ich habe ein helles Grün und ich habe ein dunkleres Grün und ein bisschen Gold. Und ja, jetzt male ich einfach die Blume an. Das dauert natürlich ein bisschen, aber einfach mit dem Gloss Varnish und dem Mica anmalen und trocknen lassen. So I just go in, color my flower like dark and light. Kind of, yeah, I want to have the flowers not just in one color. I want them to be a little bit realistic. I don't know if they look realistic. But anyway, they look pretty. Now I go in with, I think it's just some gold. And then the green and then the dark green. So just watch me painting the flower. And then we have to let this dry and we can move on with the next layer of resin. Also ich male das jetzt gerade noch an und dann lassen wir das kurz trocknen. Und dann geht's mit der nächsten Schicht hart. Okay, we are done. Now I will just pour a thin layer of resin. And as you can see, I mixed up some gold leaf in the resin. Ich habe mir ein bisschen Harz angemischt. Ich habe das mit Blattgold schon mal ein bisschen vermischt. Mache etwas Gold, ich mache ein paar Steine. Aber guckt einfach zu, es ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ich versuche einfach jetzt so ein bisschen die nackten Stellen ein bisschen zu verschönern. So just watch me pouring, there's nothing really I have to explain. It's just gold leaf mixed in resin, it's from Dipon, the metal gold leaf. And I put in some stones as well. So just watch me doing the next layer. Oh, and I already mentioned in a previous video, but I will mention again, I cannot really put music under the video or on the video. I always get a complaint from YouTube, even though it's free music. So that's why I don't have any music between those sequences where I talk and tell you something and the sequences where you can just watch. But the risk of getting a complaint, well, it's, I try to find out another way. Also ich mache übrigens keine Musik, das habe ich in irgendeinem vorherigen Video schon mal erwähnt. Ich würde euch gerne ein bisschen Musik hinterlegen an den Stellen, wo ihr einfach nur zuguckt. Aber ich kriege jedes Mal eine Beschwerde von YouTube, auch wenn es lizenzfreie Musik ist von meinem Videoprogramm. Ich kriege trotzdem eine Beschwerde und da muss man immer Einspruch einreichen und das ist irgendwie total blöd. Deswegen habe ich arbeite an einer Lösung, dass ich euch auch ein bisschen Musik drauf spielen kann. Naja, jetzt eben müsst ihr damit so leben. Ich quatsch noch ein bisschen. Ich habe jetzt die Steinchen verteilt. Das sind übrigens einfach Steine aus meinem Garten. So these little stones, they are just from my garden. I had them somewhere. I don't know. I found them. So I just placed them. And I have some dry flowers. And I will place them as well. Ich habe also noch dieses kleine Schleierkraut. Ich weiß nicht, was Schleierkraut auf Englisch heißt. Diese kleinen getrockneten Blüten. Die packe ich auch noch mit rein. Und für den extra Sparkle, also ihr seht das, da habe ich einfach vom Pinsel etwas Moissanit Pearl von Dipon. Das ist ein mega Glitzer. Wenn ihr das Moissanit Pearl von Dipon nicht habt, ihr braucht es. Das ist ein unfassbar toller Glitzer, der nicht so absinkt. So I'm just sprinkling on some Moissanit Pearl from Dipon, which is just an awesome glitter, but it's not, well, it's a powder pigment, so it doesn't really sink. And I just love this color. So I'm just sprinkling on some of this Moissanit Pearl to give it an extra shimmer and shine. And I will let this cure.
So, wir kommen zur nächsten Schicht. Moving on to the next layer. Was ich aus Versehen nicht gefilmt habe, ist, ich habe noch AEG Super Shift, AEG Super Shift von Dippon drauf gesprenkelt und ein bisschen Glitzer. So ein Glitter, so ein Chunky Glitter, so diese größeren. So, I forgot to film. I also sprinkled on some AEG Super Shift, which is a really greenish Glitter. Yeah, as you can see, it's just amazing. And some Chunky Glitter from Laura's Art Corner. Ich habe also noch, wie gesagt, ein bisschen. Dieses AEG habt ihr gerade gesehen, wie das grün leuchtet, ne? Das ist der Hammer, das ist echt der Hammer. So, I just sprinkled that on, let it cure and now we can do the next layer. Also, das habe ich drauf gemacht, das habe ich wie gerade vergessen zu filmen, aber ich denke, ihr seht es mir nach. Die nächste Schicht wird zweifarbig sein und zwar habe ich mir etwas Harz angemischt und habe einen kleinen Teil transparent grün eingefärbt und einen Teil klar. Ich möchte also auch noch ein bisschen Farbe reinbringen. So, I mixed up some resin and I mixed up a tiny batch with transparent green and the rest is just clear resin. And I will pour an outer ring with the green and fill it up with the clear. Also ich gieße einen äußeren grünen Ring und dann fülle ich das Ganze mit klar auf. Letzte Schicht, last and final layer. Ich habe mir ein bisschen Harz angemischt und habe es eingefärbt mit Ghost Topaz Green and Cosmic Color Shift. So I mixed up some resin and colored it with the Ghost Topaz Green and the Cosmic Color Shift, also from Dippon. These are the colors. The Cosmic Color Shift is an interference, a white, and has a really nice color shift in it. And the Ghost Topaz Green is also a ghost pigment. Ghost is an interference from Dippon, which is white and it has a green undertone. Yeah, and I just mixed that in and fill up the mold. And then we are ready. Oh, it's a long work. It really takes a couple of days, but you will see the end result. It was absolutely worth it. Das hat also jetzt wirklich mehrere Tage gedauert, wenn man die Schichten immer aushärten lassen muss. Aber es hat sich absolut gelohnt. Wartet auf das Endergebnis. So I'm just pouring that last layer. And then I will show you the end result. So, letzte Schicht und dann zeige ich euch das Ergebnis. Aber natürlich läuft auch bei mir nicht immer alles rund. Ich habe zu viel Harz drauf gekippt. Ich habe also irgendwie gar nicht groß geguckt und gewartet, bis sich das verteilt, sondern den Becher geleert und habe dann festgestellt, dass das viel zu viel war. Das werde ich euch nicht zeigen, weil das echt lange oder länger gedauert hat. Das ist für euch langweilig. Ich nehme einfach meinen großen Holzspatel und hole wieder etwas Harz raus. Ja, und fülle damit einfach meine Füßchenform auf. Ich muss ja noch Füßchen für dieses Tablett machen. So. Well, something went wrong. I didn't really notice that I mixed up too much resin and that I poured too much resin. So this is way too much. So I will not show you the whole process. It took me a while. I'm just taking my big stir stick and scrape some of the resin carefully out of the mold. And yeah, I will use this resin for making this little feed for my tray. So basically, that's this part with the last layer. And now I will show you the demolding. Also, ich breche das jetzt hier ab und dann sehe ich euch zum Entformen wieder, weil das ist für euch echt langweilig.
Wir können entformen. Es ist noch soft, also es ist noch nicht komplett ausgehärtet, aber ich bin einfach zu neugierig. So, we are ready to demold, but my layer is still soft. It's not really cured, but I'm just too curious and I cannot wait anymore. So I will just show you the demolding. I will just give you a quick, like a sneak peek of how it looks. There you can see you cannot rip off this excess. Man kann also dieses, was übergelaufen ist, nicht abziehen, weil es noch einfach viel zu soft ist. Ihr seht das, wie weich das noch ist. Also ihr kriegt quasi jetzt nur einen kleinen Sneak Peek, weil ich dann das Stück schnell wieder beiseite lege zum Härten. Und dann zeige ich euch das fertige Endergebnis. Ich werde also die Ränder noch gold malen, gold anmalen. So, I will just show it quickly into the camera, so you can see the result. And then I will just put it away to and let it cure. I will paint the edges in gold and then I will show you the final result. And so, let's see. Put the mold away or not, I don't know. Ich weiß nicht, ob ich die Form jetzt weglege oder nicht. Ich zeige euch jetzt erstmal das Ergebnis. Achtung, seid ihr fertig? 1, 2, 3. Tada! Ich finde das so schön. Ich liebe es, wie diese Blume rausgekommen ist. Das ist so edel geworden und so, ich weiß nicht, ich bin total verliebt. I just love the result. I love how the flower turned out. But I will notice in a second, I have my fingers on the side and I really made fingerprints. So it's not cured. So I will put this away and show you the final result. So, hier ist das Ergebnis. This is the result. As you can see, I painted the edges in gold and look how sparkly it is and the colors and I just love it. This is the backside with my little feet. Das ist jetzt die Rückseite mit den kleinen Füßchen. Gold angemalt alles und ich bin begeistert. Also ich hoffe, ihr auch. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie ihr es findet. Einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. So I hope you like it as much as I do. Give me a thumbs up, subscribe to my channel and I will see you in the next video.